Die Alzheimer-Demenz ist eine Speichererkrankung. Es kommt also zur Ablagerung von Eiweißstoffen im Gehirn. Das ist das sogenannte Beta-Amyloid. Das verklumpt im Gehirn und führt dann dazu, dass dieser verklumpte Zustand zum Absterben von Nervenzellen führt. Die große Frage ist natürlich, warum kommt es überhaupt zu diesem Verklumpen? Und da, das weiß man nicht. Es gibt einzelne Menschen oder einzelne Familien, in denen kann man das über die Genetik, das heißt über die Vererbung, sehr gut erklären. Aber bei den allermeisten Menschen weiß man noch nicht, warum es überhaupt zu dieser Verklumpung mit dem Zelltod kommt.